Hallo, ich bin Silvio, Leiter vom Besucherservice vom Technorama. Ich arbeite super gerne da, weil das echt so ein ganz kreativer Ort ist mit ganz vielen verschiedenen Leuten, die hier zusammenkommen. Gäste, wie aber auch Mitarbeiter. Und mein Lieblingsexponat, das ich euch heute vorstellen möchte, ist das Duft Memory. Und es hat also ganz viele verschiedene so schwarze Behälter. Die kann man hier oben aufmachen und dann kann man hier dran schmecken. Das hat zum Beispiel den Duft von Wassermelonen. Und jetzt geht es darum, dass man eigentlich nachher sucht, welches gehört da dazu. Und das Coole eigentlich jetzt ist, erstens ist es wie ein Game, es ist ein Spiel, das man herausfinden kann, das man raten kann. Eben wie ein Memory, welche zwei gehören zusammen. Und es hat aber also den Hintergrund vom Duft und vom Geschmack, also von dem Duft, von der Nase eigentlich, die kann schmecken kann, die eigentlich direkt von der Nase ins Hirn raufgeht. Und vor allem unser limbisches System, wo unsere Emotionen daheim sind, triggert. Und das heisst, jede und jeder, der da irgendetwas dran schnüpperlet, hat irgendwie gerade das Gefühl, etwas, eben Wassermelonen. Da denke ich gerade an Kinski, wenn ich einmal gesehen so Wassermelonen, Kaugummis noch hatte und so die Bonbons, die es einmal gegeben hat. Und das ist lustig, vor allem, wenn man das auch miteinander macht, weil jeder hat wieder, jemand denkt, oh, das ist mega fein, und jemand denkt, oh nein, das wollte ich gar nicht schmecken und so. Das ist nicht cool. Und so kommt man eigentlich in den Dialog und ins Gespräch. Und das ist eben auch das Coole an diesem Exponat. Das ist